Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, mal wieder bei mir zu Battlefield Hardline. Es gab ja noch nicht viele Parts. Ich wollte es auch gerne mehr gespielt haben, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Aber jetzt mache ich es mal wieder und ich spiele hier den Blood Money Modus. Der hatte mir eigentlich immer ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt echt eine Weile nicht mehr gespielt. Aber wir werden mal schauen, ob ich jetzt ein bisschen Spaß dabei habe, ihr auch dabei habt beim Zuschauen. Oh, da hinten geht's ab. Dann gehen wir mal hin. Ja, dann werde ich gleich meinen Arm getroffen. Ja, mein Ärmchen gleich mal abgeschossen. Aber das wird schon. Das wird schon, ja. So, Blood Money heißt ja, dass wir hier das Geld da abholen müssen. Das müssen wir wieder nach hinten bringen. Ja, ich bin eigentlich auch immer ganz gut mit dem gefahren hier. Ich werde mal hier bei diesem Kollegen spawnen. Okay. Kann mich nicht bewegen. Ah, da hinten haben wir einen. Der war an unserem Tresor dran. Ja, an unserem. Unglaublich. Ah, da wurde ich auch direkt befördert. Hat ja gerade gepasst. So, wie war das nochmal? Hier, Paket hinlegen. Pistole hätte ich. Der hat sich hier eine Line gelegt. Eine Zipline. Und der braucht doch Energie hier. Aber man kann sich das nicht so schnell hinlegen. So, ich habe hier leider noch kein gutes Visier ausgestattet. So, wo kommt das jetzt alles? Von hier oben bestimmt, ne? Vorsicht, Brandgranate! Ich werf eine Granate! So, dann schmeiß ich auch mal eine dahinter. So. Ne, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier mal zum Geld hinkomme. Hier unten ist gerade einer langgelaufen oder mehrere. Hat auch mal wieder keinen interessiert. Wo sind die denn? Ah, die sind hier unten rein. Ich war wieder nur am Campen, ne? So, da ist der Geldstapel. Und die wollen ja dann gleich wieder zurück. Ja, was machen wir jetzt? Oh Gott, da geht's ab da hinten. So, ich bin jetzt rein ins Getümmel. Ist ja jetzt egal. Wahrscheinlich bin ich jetzt halb tot hier unten. Und der Geldstapel, der scheint uns zu gehören. Warum kann ich hier nur nichts aufnehmen? Gasgranate! Sehr schön. Zwei habe ich jetzt schon, aber irgendwie geht das hier nicht voran. Aber ich glaube, ich hau gleich ab. Bevor ich nämlich hier gar nichts bekomme, renne ich doch lieber hier raus. Oh Gott. Da kommt wer. Da kommt wer. Oh Gott, von wo, von wo. Oh! Was, wie viel hält er aus? Wie viel halt ich aus? Okay, ich bin halt ein bisschen ängstlich, ne, wie ihr seht. Aber... Ja, jetzt muss ich hier hinten zurück. Achtung, es wurde Geld aus unserem Tresor beraubt. Hoffentlich... Ah, da scheint einer bei uns zu sein von denen. Also aufpassen. Aber da geht schon einer hin. Werfe Granate! Jetzt noch ein bisschen hier rausschießen. Ja, einen habe ich. Aber ich glaube, da waren zwei. Ja, da ist auch einer dahinter noch. Ja, toll. Schade. Ja, immerhin. 4 Kills schon. Und das Geld liegt ja da vorne. Das kann ja einer von uns jetzt holen, was ich da hingeschmissen, also fallen lassen habe. Ja. Und dann machen wir weiter hier. Oh, da muss ich aufpassen, wenn ich nicht spawnen. So, wo ist denn der gute alte Tresor? Hin. Ja, und der hat Geld fallen lassen. Das muss ich mir holen. Zack. Boah, 10. 10 Geld. Ich habe 10 Geld, meine Damen und Herren. Muss hier aufpassen. Aufpassen. Ich muss jetzt mal hier rum zurück. Wieder mal, wie eben. Aber ich gehe jetzt außen rum. Da lasse ich mir Zeit. Da habe ich die Kohle, da lasse ich mir Zeit. Und ich befürchte, dass wieder welche von denen da drin rumhocken. Ich habe jetzt den Sound nicht so laut. Deswegen weiß ich gar nicht, ob hier irgendwas gemeldet wurde, aber das sieht doch schon mal gut aus. Das gibt Kohle. Das gibt richtig Kohle. Und ja, weiter geht's. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal gucken beim Gegner. Hier kommt einer. Dass ich beim Gegner mal abkämpfe und gucke, dass die da nicht dahin laufen, ja? Muss man mal aufpassen. Achtung, da liegt Geld auf dem Boden. Achtung, da liegt Geld auf dem Boden, ja.
So, von wo können die denn hier alles kommen? Unter mir ist einer auf jeden Fall. Oh shit, jetzt haben sie mich natürlich auf der Karte, auf dem Schirm. So, da hinten ist einer, der gibt mir hoffentlich ein bisschen Rückendeckung. Ah, da ist auch einer. Na? Komm, da jagen wir einfach mal. Wobei das jetzt eigentlich unnötig ist, den zu killen. Hier ist einer. Schön rausgelockt. Den kleinen Springer. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil wir machen ja nichts aktiv da. Ach, scheiße, aber da steht einer am Campen, ne? Ja, 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 ja. Ja, aber so arbeite ich mich hoch. Hier schon 2300 Punkte, 6 Kills. Ich finde, es läuft doch ganz gut. Aber wir machen weiter. Es geht weiter. Hier hinten könnte ich auf Spawn bei dem. Hier kommt ein Medikit. Den mal hier was. Eigener Tresor. Ach, der campt hier oben ab quasi. Ich werde jetzt einfach mal mutig darunter springen. So, jetzt hier kurz aufladen. Wo ist denn eigentlich nochmal meine Energie? Weiß es nicht. Oh, das ist Spawn-Campen, was ich hier gerade mache. Würde ich mal ganz frech jetzt behaupten. Ach, eine Sekunde zu spät. So, ja. Nee, das macht keinen Sinn hier hinten. So, zum Gate-Stapel. Wie sieht's denn aus? Standtechnisch ist es relativ ausgeglichen. Oh, shit, ich hab... Na gut, immerhin habe ich den einen getroffen. Das heißt, der bringt schon mal das Geld nicht zurück. Hier ist einer noch am Laufen. Ach, schade, laufen die mir beide entgegen. Und es hat halt leider nur für einen gereicht. Ah, okay, weiter geht's. Geldstapel, wie steht's? Ja, wir müssen auch mal wieder was bringen. Ich habe einen! Ah, da hinten sind sie. Ich mit meiner Wumme hier kann da nicht viel ausrichten auf die Entfernung. Ja, immerhin die Pistole jetzt noch. So. Granate. Und dann mal hier aufladen und dann zack, zurück. Hoffentlich überlebe ich das. Ich habe ja 8 Pakete. Das gibt jetzt wieder schön Geld. Ja, herrlich. Läuft. Und rein. Ich stelle das Geld als Beweismaterial. Ja, wir haben jetzt Beweismateriallager. So. Ich glaube, wir führen knapp, heißt es da unten, oder? Da hinten war einer. Ja, sieht aber gut aus. Wir haben gewonnen. Ich habe auch einen großen Teil dazu beigetragen, finde ich. Das war eine gute Runde. Und ich finde, da können wir gerne noch eine machen. Ja, wird doch noch was gehen hier. Ich bin doch aufgestiegen. Herrlich, herrlich. Ausrüsten hier alles. Ja, kann man mal sehen, was ich habe. Habe auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, wie gesagt. Aber dafür läuft es doch mal wieder ganz gut. So, da sind wir jetzt auf der gleichen Map. Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt auf der anderen Seite. Ja, auf der bösen, dunklen Seite der Macht. Und mal gucken. Jetzt vor allen Dingen von Anfang an mal dabei sein. Das ist doch auch mal ganz gut. So, jetzt wahrscheinlich kommt von da hinten. Ja, ich wusste es. Ja, schon. Ja. Ich will noch ein Pack hinlegen. Gekämpft. Tja, aber... Oh, das hat jetzt aber keinen Sinn gemacht, da reinzurennen. Ja, und er rennt da trotzdem weg. Ach, schade, ich kann die jetzt gar nicht mehr retten hier. Meine Leute. So, dann sollten wir mal hier Geld holen, finde ich. Oder ich bewache das... Verdammt! Jetzt ein dummer Schuss wieder. Von wo kommen die denn? Von da draußen. Wo ist der denn hin? Oh Gott, auf jeden Fall werde ich jetzt hier. Ich werde überall getroffen. Verdammt. Ja, wenn man nicht weiß, von wo es kommt, ist das immer doof. So, komm hier. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Kohle holen. Bei dem kann ich spawnen, das ist gut. Jetzt geht's an die Gate-Stapel ran. Da muss ich lang. Hey, wir müssen uns abhängen.
So, erstmal hier Pakete nehmen. Das ist schon mal wichtig. Ah, die sind hier aber links um die Ecke irgendwie, ne? Kann man da auch von hier hingehen? Ich bin ja hier im Tresor. So, ein Idiot muss jetzt reinrennen und wird von allen erschossen. Ja, ne? Oder verbrennt elendig. Was los, Knecht? Ja, gut. Warum kein Sound? So, kann ich hier nochmal spawnen? Ja, da sind wir. Komm, komm, nicht ins Verderben. Einer von unserem Boden. Hier ist ein Medikit. Und da dann. So, jetzt geht's auch zum Geldstapel, oder? Den hat's erwischt. Ah, von wo? Von wo? Ja, die kamen gerade wahrscheinlich an und wir standen natürlich drin. Dann stehst du direkt im Feuergefecht. Das muss ich jetzt mal langsamer angehen, das Ganze. Ja, jetzt sind alle tot hier vorne aus meinem Team. Eigener Tresor. Nee, da wollen wir ja nicht hin. Ah, da oben wedelt die Flagge. Ah, ich kann ja hier rein. Soll ich hier rein? Nee. Da sieht man mal, wie gut ich die Maps kenne. Gar nicht. Gar nicht. So, hier rein. Gegnerischer Tresor. Da kann man natürlich auch dann Stress machen, ne? So, ich gehe mal hier am Gebäude lieber lang. Aber da scheint schon einer aufzupassen, dass das nicht passiert, was ich hier mache. Ja, von wo? Ich sehe ja nicht mal die Gegner. Das ist immer das Ärgerliche. So, läuft das Mikrofon hier noch? Das ist immer das Ärgerliche. Du weißt nicht von wo. Und die Runde läuft dann tatsächlich 10-mal schlechter als eben. Kann ich hier noch ihn retten? So. Ja, den hätten wir fast noch retten können. Oh Mist, die Granate hat jetzt leider nicht mehr gesessen. So, und jetzt hast du halt... Ich werde schon wieder angeschossen und ich weiß nicht von wo. Ja, so sieht das ja nichts. Ja, jetzt werde ich auch noch gemessert von hinten. Ich habe noch nicht einmal den Gegner gesehen, der mich abgeschossen hat. Und ich wurde jetzt 5-mal erledigt. Und das ist das Gegenteil von der Runde eben. Es fängt immer so gut an. Ich will jetzt mal hier gehen. Guck mal, und da fängt es halt gleich mal direkt. Ey, leck mich doch am Arsch. Was ist hier los? Ich darf nicht mehr spawnen. Ich muss jetzt ganz hinten irgendwo in Ecken rumschleichen, damit ich das Ganze hier irgendwie überlebe. Jetzt bleiben wir mal bei dem Ding hier. Zack. Wobei, mit der Shotgun ist das schon praktisch da in so einem... Was ist denn da los? In so engen Levels, ne? Ist noch da? Jemand muss mir helfen, verdammt! Ey, jetzt sag nicht, da draußen kam jetzt auch noch einer an. Ja, hier ist kein Geld zum Holen. Ja. Und schon wieder habe ich nicht den gesehen, der mich abgeschossen hat, oder? Ja, da oben auf dem Dach steht er. Aber ich bleibe jetzt bei der Shotgun, weil die ist ziemlich geil für die Innenräume. Und vielleicht hole ich jetzt noch ein paar Punkte. Ey, 600 Punkte, wie schlecht ist das denn, bitte? So, komm. Nehmen wir hier mal rein. So. Wer hatte denn eigentlich diese sagenhafte Idee? Headshot. Ich hab einen gesehen. Tot. Also das ist die schlechteste Runde, die ich jemals hatte in diesem Spiel. Also so schlimm war es noch nie. Was hat denn der... Hier kommt Munition. Alles drauf, außer Munition. Oh Mann, ey. Schieß einfach da rein. Es trifft auch nichts. Noch nicht mal per Zufall. Das ist ja gerade der reinste Frust hier. Da rennst du da rein und wirst direkt zermalmt. Ah, der steht auch nicht gut, oder? So, hier Munition hinlegen. Oh Gott, ey. Alter, was ist das für eine Runde? Guckt euch das mal an. Ich stehe natürlich immer am Brandherd, ist ja klar. Aber eigentlich wäre schlau, sich jetzt ein Stück dahinter hinzustellen. Ja, ich kann nur bei denen hier spawnen. Wo die noch nicht rechnen damit, dass man von da... Ah! Na toll. Sehr gut gemacht.
Von hier kommen sie immer. Alter, das ist ja das Dümmste, was ich überhaupt machen kann. So, wir gehen das hier nochmal wieder klasse. Ich bin jetzt wieder ganz klassisch hier. Den Operator. Ich spawne hier hin. So, der kommt dann auch. Jetzt sag nicht, dass die Granate am Kopf von dem Typen abgebreit ist. So. So, jetzt ist aber auch mal gut hier. Kann mich doch nicht andauernd hier zermalmen. Wo ist denn meine Energie? Ganz unten rechts? Nee, da steht ja einfach so. Ach, war das auch ein Gegner vor mir, der? Sind Minen erlaubt? Nein. Nichts ist erlaubt. Kills sind auch nicht erlaubt. So. Muss ich wieder da hinten spawnen? Okay. Nehme ich an. Ist ja nicht so, dass ich hier aufgebe, ne? Ich kämpfe weiter. Bis ich hier auch meine Erfolge habe. Aber auch das wird passieren. Wie geht denn das hier gerade ab? Ist da drin was? Habe ich da was? Ja, auch nur so ein Scheißvisier, ne? So. Ja, hier hinten sind sie alle irgendwo sehen, ne? Ja, immerhin habe ich da mal einen jetzt geholt. Fuck, 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 nachladen. Und hier durch, keine Ahnung. Das sah geil aus. Was ist das hier für ein Fokus eigentlich? Ich verstehe es nicht. So, hier laufe ich falsch, ne? Aber da ist ein Loch, glaube ich. Minen, so viel zum Thema, sind Minen erlaubt? Nein. Ja, aber ich meine, wenn es geht, dann ist es auch erlaubt, ne? Da noch was? Da war was? Hier läuft auf jeden Fall ein Radio. Ich bin begeistert. Scheiße! Ich häng fest! Oh, 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 ich muss hier weg. Der Knecht. Oh! So muss das laufen. Ich habe da gerade eigentlich was freischalten können, aber man kann ja nicht alles haben. Die habe ich auf jeden Fall gerade mal schön geärgert. Und jetzt verkacke ich es wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem hier Tresor hin hier. Ich bin jetzt ein bisschen ruhig geworden, wie ihr gemerkt habt. Ja, wenn man keine Munition mehr hat, sollte man es vielleicht lieber lassen, zum Gegner hinzugehen. Aber immerhin habe ich jetzt ein paar Kills gemacht. Das hat mich wieder ein bisschen, das macht einen auch, das pusht einen wieder so ein bisschen, immerhin. So, jetzt ist, wo ist denn mein Team? Wo ist mein Team? Und wie kann ich am besten von hier dahin latschen? Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Ah ja, sehr schöne Werbung. Ja, er geht da lang, kommt, dann gehe ich mal hinter dem her. Da ist mein Team. Ach nee, der will da hochklettern. Ich bin in so einem doofen Camper-Team, oder was? So, Geldstapel. Ich renne hier quer durch. Das ist mir scheißegal. So, hier ist eine Leiche. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe einen ausgeschaltet. Ja, aber jetzt habe ich schon wieder hier ein bisschen was zerlegt, ne? Immerhin, kann man sagen. Also ein paar Kills habe ich gemacht, ja. Nach diesem anfänglichen Frusten, ja. So, Leute, wenn ihr hier vorne nicht hingeht, muss ja auch einer aufpassen auf euch. So, ich schmeiße jetzt hier einfach mal eine Granate hin. Dann kann ich mir nämlich auch noch was nehmen. Und jetzt schmeißen die nämlich, glaube ich, hier. Es... wollen aber auch alle die Kohle nehmen, anstatt hier auch, dass einer aufpasst. Ich bin das mal wieder, ne? Ich bin mal wieder der eine, der Taktik
hier taktisch vorgeht. So, nachladen. Dann helfe ich dir euch, aber ihr merkt gar nicht, dass ich euch helfe. Oh, scheiße. Das merkt gar keiner, ne? So, jetzt hoffentlich passt jetzt auch mal einer. Das passt keiner da auf. So. Jetzt braucht nur einer eine Granate hier reinschmeißen. Und dann ist es gelaufen. Oh. Wo geht's denn jetzt zurück? Geht's hier zurück? Ich renne hier einfach durch. Oh, schön. Hier liegt mehr Geld, als jemals zuvor jemand aufnehmen konnte. Eigener Tresor ist da hinten. Ja, dann bringe ich jetzt tatsächlich auch noch Geld zurück. Und ich glaube, das ist jetzt auch unser letzter Run. Ihr wirst doch noch angesnipert. Aber, ja! Geld stehlen, das war erfolgreich. Und da oben stehen sie nämlich. Aber es ist ja egal. Die stehen da oben ja nur. Die können ja nichts machen von da. So muss das dann laufen. Ja, steht ihr... Guck mal, da stehen sie oben alle und campen sich ein... wild, ja. So, da gehe ich jetzt auch mal mit dem Sniper hin und schieße sie von da oben runter. Das ist ja dann wunderbar, wenn ich es jetzt noch schaffe. Nee, brauchen wir gar nicht mehr, weil wenn alle oben am Campen sind, dann kommt das bei raus. Zweite Runde gewonnen, 14 Kills auch. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für die Runde. Das. Ich wundere mich hier voll. Okay, also, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, eine Runde Battlefield Hardline. Ich gucke mal, ob ich noch eine Runde Battlefield 4 spiele. Wenn ja, dann sehen wir uns in dem Video wieder. Oder guckt meine anderen Videos, was ich auch gespielt habe. Primal Carnage und was weiß ich nicht alles. Bis dann und danke fürs Zuschauen.